Tanzvote haben Leute geschrieben. Habe ich gar nicht auf der Liste. Ich wusste gar nicht, dass ein neues Video hochgeladen hat. Aber wir schauen mal rein. Hat er wirklich ein neues Video? Ich vermisse die Videos von Tanzvote richtig. Doch, er hat ein Video hochgeladen. Oh mein Gott. Endlich hat er wieder was hochgeladen. So, Leute, jetzt. Es ist ein 18-Minuten-Video. Mein erstes Date mit Lisa. Oh mein Gott, was geht da ab? Hat er deswegen so lange nichts hochgeladen? Hat er etwa Zeit mit einer Frau verbracht? Hat er etwa Zeit mit einer Frau verbracht? Okay, wir schauen rein. Ah, was ist da los mit Tanzvote? Alexa, stopp. Alexa, Licht an. Das fängt hier mal ganz, ganz seltsam an. Ich bin gespannt. Okay, okay, wir lassen uns, wir sind gespannt, let's go. What? Seit wann schneidet Tanzvote seine Videos? Was ist mit Tanzvote passiert? Hat diese Frau in seinem Leben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass er plötzlich seine Videos schneidet? Hallo, 400 Gramm Hackepeter bitte. 400 Gramm Hackepeter? Ehrenmann. Ein Matchbox-Auto? Ich glaube, Tanzvote hat das Schneiden für sich entdeckt. Ich glaube, Tanzvote verändert gerade sein Leben, Leute. Oh mein Gott, was ist bei Tanzvote los? Oh, Alter, du bist, was du isst, ne? Wie heißt das Sprichwort? 300 Gramm Hackepeter, dann muss ich mir erstmal was zu trinken einschütten, um das hier zu überstehen, Alter. Dieses Standbild, das genießen wir jetzt erstmal. Alle Veganer unter euch. Ich hoffe, ihr findet diesen Anblick geil, so wie ich. Oh yeah. Prost, Leute. Also Tanzvote, ich will ja nichts gegen das Hackfleisch sagen. Aber warum nimmst du normale Zwiebeln? Tanzvote, rote Zwiebeln sind der absolute Shit. Probier mal rote Zwiebeln aus. Du wirst dein Leben, wirst du danach überdenken. Rote Zwiebeln, Schock. Viel mehr Antioxidantien drin. Kannst du gut gebrauchen, mehr Antioxidantien, damit du das ganze Fleisch kompensierst. Er zeigt uns jetzt einfach, wie er Hackfleisch, wie er gehacktes mit Zwiebeln auf dem Brot macht, auf Brötchen macht. Ich muss gerade sagen, ich bin verwirrt und ich sage euch auch warum. Das Video heißt, mein erstes Date mit Lisa. Was würdet ihr vielleicht nicht essen, wenn ihr ein Date habt? Ja, vielleicht nicht Hackfleisch und Zwiebeln, weil dann stinkt ihr nämlich aus dem Mund nach Hackfleisch und Zwiebeln. Ich glaube nicht, dass das das beste Essen für ein Date ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich denke mal, er wird das Ei jetzt noch da reinhauen. Was ist denn? Macht der Burger-Buletten oder was macht er? Wenn er jetzt ein Ei da reinhaut, wird das ja wahrscheinlich eine Burger-Bulette, oder? Okay, er macht das Eigelb nicht da rein. Ich raff überhaupt nichts. Oh, er macht nur das Eigelb da rein. Ach so, das Eiweiß schmeißt er sogar im Müll? Okay, ich weiß nicht. Wird das eine Burger-Bulette? Oder was genau wird das? Salz, Pfeffer drauf. Okay. Okay, also er macht gerade ein romantisches Abendessen. Es ist ja ein Date mit Lisa. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, schon den Witz vom Video durchschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lisa ein Mensch ist. Also an dieser Stelle, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lisa ein Mensch ist. Weil welcher Mensch, außer Tanzverbot, welcher Mensch möchte bei Tanzverbot essen, auf seinem Boden, auf einem Kartontisch und dann Hackfleisch mit einem rohen Eigelb, Zwiebeln, Salz, Pfeffer? Ich vermute mal, dass Lisa wahrscheinlich eine Gummipuppe ist oder irgendwas anderes, aber ich glaube nicht, dass Lisa ein Mensch ist. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen nach dieser Aktion.
Oh, das Regenbogenglas. Okay, das macht das Ganze schon romantisch. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, selber Lisa zu sein. Wenn das Glas auf dem Tisch steht, plötzlich ist alles aufgewertet. Jetzt wünsche ich mir gerade Lisa zu sein, Leute. Hey. Ja? Du bist gleich da. Genau. Ja, du musst diese komische Seitenstraße rein, da bei diesem gelben Haus. Genau. Genau die 97. Genau, dann bis gleich. Gott, da ist sie endlich. Hi, na? Okay, Moment, ich hab absolut keine Ahnung. Das Video ist erst seit 10 Minuten draußen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Also ich hab nichts vorher gesehen. Das letzte Video von ihm war so ähnlich, so auch so schauspielerisches Video. Das war ein Placement. Wenn das jetzt wieder ein Placement ist, muss ich sagen, nice. Gönne ich ihm von ganzem Herzen. Aber ich bin verwirrt, weil das Video geht 18 Minuten 30 und bis jetzt hat man nur gesehen, wie er Hackfleisch zubereitet. Hackepeter. Ich bin verwirrt. Ich bin gespannt. Schön, dass es funktioniert hat. Komm mit, ich habe hier alles aufgebaut. Ja, wunder dich nicht. Ich habe leider noch keinen richtigen Tisch. Ich wohne hier erst anderthalb Jahre und in der Zeit habe ich es noch nicht geschafft, mir einen richtigen Tisch zu holen. Aber ich denke, das ist jetzt auch ganz angenehm, oder? Ja, dann setz dich einfach mal rüber. Genau. Ja, Lisa, das ist ja schön, dass es funktioniert hat zwischen uns. Ja, ich habe mir die Tinder-App jetzt einfach mal runtergeladen. Ist das ein Tinder-Placement? Nein. Es ist irgendwie kein... Ich verstehe nicht, was das für ein Video ist. Okay, also wir sind Lisa. Wir sind jetzt alle Lisa, okay? Wir lernen jetzt Tanzwort über Tinder kennen. Aber wir haben ihn kennengelernt und jetzt treffen wir ihn das erste Mal und essen mit ihm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sowas in der Art noch nie gemacht und du bist wirklich ultra schön. Hä? Ich bin ultra schön? Oh, Tanzverbot. Du bist so süß. Ich finde dich auch sehr süß. Ich musste dich einfach anschreiben. Ich musste zwar irgendwie 15 Euro bezahlen, damit ich weitere Personen anschreiben kann. Ja, ich habe davor schon zwei andere angeschrieben. Ich hoffe, du findest das jetzt nicht ganz so schlimm. Hä, ich dachte, ich wäre die Einzige, hast du mir gesagt. Ich habe extra mein Profil geschrieben. Ich bin nicht so eine. Keine ONS bitte. Ich suche nur jemanden, der mir die Stadt zeigt. Und du schreibst 10 Frauen an und ich bin nur eine von vielen. Naja. Aber es hat sich einfach gelohnt. Ich musste dich anschreiben. Ich habe die ganze Zeit auf den Chat gehangen und dann habe ich gesehen, dass du es gesehen hast und dann dachte ich mir, oh, ich habe richtig Adrenalinausschüttung bekommen. Ich hatte so, meine Hände haben auf einmal angefangen zu zittern, so als ob irgendein Superstar vor mir ist oder sowas. Hero-Influencer. Dann hast du mir einfach geantwortet und dann haben wir ja noch in derselben Umgebung gewohnt. Das ist wunderbar. Ja, wir wohnen beide auf Madeira. Das ist wirklich eine schöne Insel. Ich wollte dich treffen. Du warst die Liebe auf dem ersten Blick. Okay, Bruder. Ich dachte, wir machen erstmal rum. Geht mir ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Du darfst mir das nicht übel nehmen. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Also, okay. Wenn dir vielleicht irgendwas nicht so passt, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass ich einfach ein Mensch bin, der ein bisschen anders ist als andere Menschen. Deswegen, ja, das finde ich nicht schlimm. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Nee, ja? Ist okay. Das ist okay. Okay. Freut mich. So, wie du siehst, ich habe uns jetzt hier so das ein bisschen schön gemacht. Ich habe hier eine schöne Kerze bei Lidl gekauft. So, die Verkäuferin hat mich auch angelächelt, weil sie weiß, dass ich ein kleiner Romantiker bin scheinbar. Yes. Ich hoffe, das sagt dir zu. Ja, gefällt mir. Ja, ich habe hier Hackepeter geholt, weil ich dachte, das gefällt dir vielleicht. Ja, ich habe noch Hähnchenbrust habe ich geholt. Dann habe ich hier Salami geholt. Leider Haram, also Schwein und Käse. Oh, das geht gar nicht. Die Schweinesalami, die kann ich leider nicht annehmen, aber sonst das Schweinehackfleisch auf jeden Fall. So, ist alles da. Dann habe ich uns einen schönen Fuse-Tee gekauft. Ich dachte, der gefällt dir. Ja, lecker. Und der von Coca-Cola, der gute. Mm. Ja, mein McDonald's-Glas, das ist immer an meiner Seite. Das ist so ein kleiner Glücksbringer. Och, ich schussel. Ich habe die Brötchen vergessen. Warte einen Moment. Tut mir leid, Lisa, ja? Ja, ja. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt sind wir vollständig. Möchtest du ein Brötchen haben, Lisa? Ja, gerne. Ich heiße aber nicht Lisa, aber ist okay, lassen wir einfach mal. Dankeschön. Soll ich es dir aufschneiden? Ach, ah ja. Was, du kannst das nicht. Ist doch nicht schwer, ein Brötchen aufzuschneiden. Mach du bitte, mach du. Aber da, in der Hinsicht bin ich schon relativ selbstständig. Also das Brötchen, das kann ich dir... Was willst du? Du willst Käse haben. Ja. Möchtest du mit Butter oder ohne? Ohne. Du willst einfach nur so Käse drauf haben, ja? Einfach nur Käse, ohne alles. Ach, Lisa. Es ist schön, dass das zwischen uns funktioniert hat. Ja, freue ich mich auch. Ist der vegane Käse? Mit wie vielen Tinder-Leuten hattest du schon zu tun? 30, 40 pro Tag. 7? Ja. Mit 7 verschiedenen hast du schon Kontakt gehabt? Auch so näher? Also sexuell, so, sexueller. So intimer, ja. Hattet ihr Sex oder habt ihr nur geschrieben? Ja, ja, doch, auch alles. Oh,
Ihr wart ein Teamer. Mhm. 7. Wie lange bist du jetzt schon angemeldet? 7 Tage. 1,5 Monate. Genau, das habe ich gesagt. Okay. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Dankeschön. Oh, 2 Brötchen direkt. Dann lass es dir schmecken. Soll ich hier, Eistee soll ich dir einschicken? Ja, bitte, natürlich. Ich bestehe darauf. Ich bin eine Dame. Ich bin doch ein absoluter Gentleman. Danke. Du sagst Stopp, ja? Ja, Stopp! 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 Auf! So eine bist du. Als ob ich jetzt hier weiterlaufen lassen würde. Ich habe doch einen klaren Verstand. Okay, Bruder, alles gut. Okay. Wenn ich jetzt überschüttet hätte, dann hättest du vielleicht falsch reagiert. Und deswegen habe ich natürlich selbstständig die Notbremse gezogen. Laber mich nicht voll. Ich möchte uns ja hier das Frühstück nicht versauen. No risk, no fun, das ist mein Motto. Dann mache ich mir auch nochmal mein Brötchen. Ja. Ich mache mir hier schön meinen Hackepeter drauf. Ja, mach auf. Sieht lecker aus auf jeden Fall. Ist der auch vegan? Ja, sieht so aus. Sorry, Lisa, aber bei Hackepeter, da werde ich einfach nur absolut wild. Da ist mir das zu ist wild. Nicht nur so. Das ist mir zu wild. Oh, das ist mir zu wild, muss ich sagen. Nimm mir das nicht übel, dass ich jetzt hier stöhne. Das musst du jetzt nicht als sexuelle Belästigung oder sowas sehen. Ja. Bei Hackepeter werde ich einfach nur absolut geil. Kein Problem. Also wo ich dich gerade an der Tür reingehen sehen habe, du sahst einfach 10-mal schöner aus als auf deinen Tinder-Bildern. Hey, danke. Ja, die anderen benutzen mal Photoshop, aber ich bin real. Ich bin so, wie Gott mich schuf. Du hast dich gefühlt von der schlechten Position gezeigt, aber im Natürlichen siehst du dann noch 3-mal besser aus. Wie, ich habe mich von der schlechten Position gezeigt? Ich fand, meine Fotos waren nice. Die waren nice as fuck, Alter. Check mal Instagram aus. @unge auf Instagram. Du siehst einfach wunderschön aus. Danke, das höre ich öfter. Danke. Guten Hunger. Herr Lisa, ich hoffe, du nimmst... Er hat nicht mal guten Appetit gesagt oder so, ne? Er fängt einfach an zu essen. Das ist nicht übel, aber du siehst wirklich sehr gut aus. Und ich muss mal ganz kurz auf die Toilette, mein... Weil du bist einfach... Ich kann mich ja nicht unter Kontrolle halten, sonst überfalle ich dich gleich. Ich verstehe nicht, was er gesagt hat. Ich habe gesagt, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich denke mal, er hat wahrscheinlich gesagt, er muss auf Toilette sich die Hände waschen. Es ist nur eine Vermutung. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber ich muss mir auf jeden Fall kurz... Ja, geh dir mal die Hände waschen, kein Problem. Ach, entschuldige. Ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu laut gewesen. Nö, ging. Ging. Bitte nicht übel. Alles gut. Cheers. Prost. So. Eine Sekunde, warte ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Tanzverbot. Da muss ich mir natürlich auch eine Kleinigkeit zu snacken holen. Wenn der hier schon so leckeres Essen auf dem Tisch hat. Jetzt werde ich mir diesen wohltuenden Pfirsicheistee, der 20 Jahre im Fass gereift ist, genehmigen. Ich hoffe, du gönnst dir den auch. Ich habe extra ausgewählt. Ich nehme keinen schlechten Eistee für Dates, sondern hier wird einfach nur der exquisiteste und beste von der Qualität her gesehen. Riecht auch gut. Prost. So, erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was von deinem Leben. So, das würde mich mal interessieren. Ja, ich bin Hero-Influencer. Und okay. Ja, und ich mache halt jeden Abend... Die Schule abgebrochen. Ja, das auch. Ich erzähle dir jetzt keine Scheiße, ich habe die Schule auch abgebrochen. Echt? Anfang 2. Ja, war mir zu schwer. Alphabet und so ist viel zu krass. Ja, ich habe Anfang 8. die Schule abgebrochen. Ich bin allerdings auf eine Sonderschule gegangen, so eine Lernbehindertenschule. Also ich habe wirklich... Ich habe schon mal lange Zeit an einer Schule für geistig behinderte Kinder gearbeitet. Und das war auch mein erster Traumberuf, jetzt mal Retalk an dieser Stelle. Ich wollte eigentlich Lehramt für Sonderschulpädagogik studieren. Das Problem ist, ich habe kein Abitur, ich habe nur Fachabitur im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und für Sonderschulpädagogik musst du halt an der Uni studieren und nicht an der Fachhochschule. Und an der Uni studieren kannst du halt nur mit Abitur. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber das war eigentlich mein erster Traumberuf, Sonderschulpädagoge. Finde ich mega geil. Ich finde das ein herausfordernder, geiler Job. Ja, also ich bin da auch schon gewesen, auf jeden Fall. In der Schule einfach die größte Scheiße durchlebt und deswegen dachte ich mir irgendwann, ich ziehe den Schlussstrich. Das Schulsystem, also ich habe selbst versagt einfach, ich hatte einfach absolut keine Lust und das Schulsystem hatte dann auch keine Lust mehr auf mich. Verständlich. Was ich gerade mache, das ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ich bin gerade arbeitslos. Was, echt? Ich dachte, du wärst YouTuber. Ich bin eigentlich die meiste Zeit in der Wohnung, bin sehr ungewaschen, masturbiere 4-5 Mal am Tag. Das ist doch normal. Oder wer das macht das nicht? Also du siehst es ja, dass es jetzt natürlich nicht die beste... Ich sag immer, ein Genie durchblickt das Chaos. Nur dumme Leute räumen auf. Also für mich ist das kein Problem. Bei dem Geschirr musst du dir keine Sorgen machen oder bei dem Glas. Du kannst da ruhig draus trinken. Mann, mach dir nichts draus. Wirklich, ich habe hier alles... hygienisch penibel gereinigt, also da musst du dir keinen Gedanken machen. Alles klar, kein Problem. Ich bin pflegeleicht. Das ist schön, dass du so verständnisvoll bist. Ja. Ach man, du bist echt süß, wirklich. Danke, du auch. Das ist doch eine schöne Atmosphäre. So. Doch, klar. Das ist mal was anderes, so, du kommst hier nicht mal bei den Stereotypen hier rein. Oh, seht her, ich habe eine voll möblierte Wohnung. So. Das ist Whack. Einfach mal was Neues, wa? Du musst dich auch durchsetzen durch die, ja, das ist ein bisschen Abwechslung. Und schmeckt dir das Käsebrot? Ja. Das freut mich. Mega. Ja, denn auf die zweite Hälfte, oder? Ja, Prost. Mmh.
Guten Hunger. Sieht auch echt geil aus, dein Hackepeterbrot. Ja, wunderbar. Was machen wir zwei Hübschen eigentlich heute noch? Netflix und Chill? Ja, guck mal, ich habe dir das ja am Anfang schon gesagt und ich glaube, ich habe es ja auch geschrieben. Ich bin ein sehr unerfahrener Mensch. Also ich bin auch noch Virgin. Also ich habe noch keinen Sex gehabt. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt ziemlich satt. Ich auch, ich kann nicht mehr, Alter. Ich habe jetzt ein Brötchen gegessen, so mein Magen ist gefüllt. Meine Frage an der Stelle ist jetzt, ich weiß halt natürlich nicht, wie man das richtig macht, aber... Frag einfach. Hättest du Bock, dass wir jetzt in mein Bett... Netflix und Chill, ja klar. Oh nein, wirklich? Ja. Wie, du bist feucht. Was meinst denn du damit? Ja, ich habe mir den Eistee über den Schritt gekippt. Du bist rasiert? Nee. Naja, ich habe ein bisschen gestutzt. Jetzt sofort. Ja, von mir aus? Du nimmst die Pille. Ja. Ich brauche kein Kondom? Nein, wofür denn? Alter. Zum Filme gucken noch nicht. Let's go. Okay, das eskaliert gerade ein bisschen krass, muss ich sagen. Ich habe mit vielen Dingen gerechnet, aber das ist jetzt, das muss ich sagen, jetzt gerade bin ich überfordert mit meiner Situation. Es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich bin ja nicht so eine. War geil? Alter, Lisa, was war das gerade? Naja, Standard. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich bin 5-mal gekommen. Bruder, es wird mir ein bisschen zu ekelhaft. Bitte hör auf damit. Bitte hör auf damit, okay? Wie oft bist du gekommen? Bruder, gar kein Mal. Das war einfach nur der wackste Shit. Du bist nicht gekommen. Digga, ich sag's dir nur ungern, aber das war einfach leider nicht gut. Sorry. Aber was war denn dieses Zusammenziehen vorhin? Hat mir einfach nur wehgetan. Ich hab dir wehgetan. Ach Gott. Hab ich gesagt. Okay, das ist mir jetzt so unangenehm. Ich dachte... Sollte dir auch unangenehm sein, entschuldige dich mal besser. Du bist übertrieben gekommen, weil du so geschrien hast. Nee. Was ist das für ein krankes Video? Ich habe dieses Video einfach nur angeguckt, hab nicht irgendwelche Erwartungen gehabt. Es ist mir einfach viel zu sehr eskaliert. Es sind jetzt noch eine Minute, ich guck's mir jetzt zu Ende an, aber ich muss sagen, ey, also die letzten 2 Minuten finde ich richtig unangenehm, muss ich sagen. Richtig unangenehm. Oh, das tut mir leid, Lisa. Komm mal wieder runter. Ja, okay. Komm wieder runter. Lass mal ein bisschen was trinken. Okay. Cheers. Prost. Gut, Lisa, wir haben es jetzt nun schon 23 Uhr. Ich würde dich dann einfach mal langsam bitten, dass du dich verpisst. Ja, ich wollte eh gerade gehen. Warum ich so bin. Ja, wieso bist du so? Ich bin gerade 3, 4, 5 Mal gekommen. Ja, bist du egoistisch oder was? Guck mal, ich muss dir mal eine Sache erklären, wie das bei Jungs funktioniert. Erzähl mal. Man ist so lange nett, solange man nicht gekommen ist, weißt du, weil der Mensch, also, ja, das ist halt natürlich, es hat so Revolution, wie nennt man das so, von der Revolution her ist es... Von der Revolution? Ah, wahrscheinlich von der Revolution, meint er wahrscheinlich nicht evolutionstechnisch, sondern Revolution, der meint wahrscheinlich die französische Revolution, verstehe, Bürgerkrieg und so, ah, okay, Tanzwort, alles klar, erklär mir mehr, bitte. Ich streng mich an, ich bin nett, weil ich etwas möchte, in dem Fall war das jetzt der mit dir, ich bin gekommen und... Jetzt habe ich alles an dir gesehen, ich habe alles angefasst, ich habe alles gespürt von innen. Ich fühle mich einfach nur benutzt. Ich habe dich geküsst, wir haben uns geküsst. Jetzt gibt es keinen motivierenden Hintergrund mehr, nett zu dir zu sein. Klar, ich könnte doch... Nö, fällt mir auch nichts mehr ein, hast recht, ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das darfst du mir aber nicht übel nehmen, das ist ja komplett menschlich bei Männern. Es ist immer so bei jedem Mann, alles kein Problem. Zieh dich jetzt einfach an, nimm deine Handtasche und verpiss dich. Wunderbar. Ich bring dich noch raus. Was für ein Video haben wir uns da gerade angeguckt, Leute. Uns da gerade angeschaut? Ja, ich schreibe dir bei Tinder, natürlich. Alles klar. Ciao. Julia, 19, kommt aus meiner Umgebung. Schreiben wir die mal an. Digga, was war das für ein Video? Leute. Jetzt mal for real, was war das für ein Video? Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich weiß nicht, was wir uns da gerade angeguckt haben. Es fing an mit einem normalen Date. Auf einmal ist es komplett eskaliert. Nee, also da muss ich einfach nur ganz dringend los, sag ich euch, wie es ist. Da muss ich einfach nur los, Alter.